Direktkandidat Dennis Holoch. Danke. Ja, herzlichen Dank. Das war relativ spontan heute. Ich von meiner Seite aus erstmal noch herzlichen guten Abend, Königs Wusterhausen. Mein Name ist Dennis Holoch. Ich bin der Direktkandidat für die Gemeinden Mittenwalde, Eichwalde, Zeuthen, Schönefeld und Wildau. Bin 30 Jahre Lehrer von Zeuthen, ich vergesse, Entschuldigung. Bin 30 Jahre Lehrer von Beruf für Geschichte und Geografie und will die ersten 6-7 Minuten mal nutzen, um über unseren politischen Gegner zu reden. Wir haben auf den ganzen Kundgebungen immer davon gesprochen, was will die AfD ändern. Wir haben auch immer gesagt, was wir kritisieren, aber wir haben selten mal direkt das angegriffen, was wir eigentlich jeden Tag durch unsere politischen Gegner erdulden müssen. Und ich hoffe, es sind heute Leute aus meinem Wahlkreis hier. Die können aber kurz die Hand heben, dann sehe ich's. Sehr schön. Viele von euch dürften das hier, wenn man es sehen kann, die letzten Tage in den Briefkästen gehabt haben von Frau Tina Fischer, der SPD-Kandidatin in meinem Wahlkreis. Mensch, Tina wählen steht vorn drauf und hinten drauf steht ganz klar, die Lage ist dramatisch. So, jetzt könnte man ja denken, ja, in einem Land, in dem im Jahr 300.000 Unterrichtsstunden ersatzlos ausfallen, in dem 1,4 Millionen Stunden vertreten werden und in denen Schüler teilweise keine Noten auf den Zeugnissen haben, weil die Lehrer fehlen, ist die Lage dramatisch. In einem Land, in dem man fast eine halbe Stunde lang auf die Polizei warten muss, wenn man sie in der Not ruft, ist die Lage dramatisch. Und in einem Land, in dem Andersdenkende aufgrund ihrer politischen Orientierung ausgegrenzt, stigmatisiert oder bedroht werden, ist die Lage dramatisch. Und in einem Land, in dem bald 20.000 Menschen vor die Arbeitslosigkeit in der Lausitz gesetzt werden, aufgrund einer Panikmache und einer ideologisch hochgetriebenen Klimapolitik, da ist die Lage dramatisch, meine Damen und Herren. Und das könnte man endlos so weiterführen. Und jetzt könnte man denken, schön, dass eine Partei wie die SPD, die ja seit 30 Jahren in unserem Land an der Macht ist, endlich mal erkannt hat, dass ihre Politik dieses Land in eine dramatische Lage geführt hat. Aber da dachte ich mir, bevor ich das denke, lese ich mir doch lieber mal durch, was die gute Frau dort schreibt und an die Bürger verteilt hat. Und ich will sie kurz mal daran teilhaben lassen. Frau Tina Fischer schreibt, die Lage ist dramatisch. Momentan ist die AfD stärkste politische Kraft in unserem Land. Stimmt noch nicht ganz, aber am Sonntag ist das der Fall. Schön, dass die Erkenntnis durchgedrungen ist. Wenn sie mit an der Regierung ist, kann sie, oh Wunder, über die Lehrpläne unserer Kinder und über die Auswahl der Polizisten und Richter bestimmen. Keine schöne Vorstellung. Ich denke doch. Auch bei uns besteht die Gefahr, dass die AfD unseren Wahlkreis gewinnt. Laut Prognosen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Seit 5 Jahren bin ich für Sie im Landtag. Um jetzt gegen die AfD gewinnen zu können, brauche ich unbedingt ihre Erststimme. So, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist eine SPD, die seit Jahren mit einer Partei zugange ist, die vor 30 Jahren noch auf Flüchtlinge hat schießen lassen und warnt heute vor der AfD. Das ist doch mehr als peinlich, meine Damen und Herren. Ich möchte gerne mal wissen, was in den Köpfen solcher Personen vor sich geht. Frau Fischer, wenn Sie heute zuhören oder wenn Sie es sehen, für Sie mal zur Auffrischung. Es war die SPD, die aus Brandenburg eine Bildungswüste gemacht hat. Es war Ihre SPD, die unseren Rechtsstaat durch Ihre Polizeireform aufs Spiel gesetzt hat. Und es war Ihre SPD, die die ländlichen Regionen in unserem wunderschönen Land aussterben lassen. Und es ist augenscheinlich, dass Frau Fischer, genau wie Ihre anderen Gesinnungsgenossen, Ihre inhaltsleere Politik nur durch Hetze und Panikmache gegen die AfD ausgleichen will. Und um sich gleichzeitig noch einen bürgernahen und jovialen Touch zu geben, hat die Frau eine junge Bürgerin aus dem Wahlkreis sprechen lassen, eine Lisa Marie. Ich möchte Ihnen den Schwanker jetzt auch nicht vorenthalten, deswegen lese ich ihn kurz mal vor. Lisa Marie sagt, Tina beweist schon lange, dass sie Politik für uns Menschen hier macht. Wir brauchen eine wie sie. Egal, ob ihr mit eurer Zweitstimme lieber eine andere Partei wählt, gebt ihr unbedingt die Erststimme. Tina ist für mich ohne Frage die einzige Alternative. Witzig bei der ganzen Sache ist, dass man vergessen hat, runterzuschreiben, dass Lisa Marie auch SPD-Mitglied ist
und Gemeindevertreterin in Eichwalde. Da drängt sich mir doch die Frage auf, ob der SPD die Menschen weglaufen. Also uns auf jeden Fall nicht. Meine Damen und Herren, mit dieser Art macht man keine zukunftsweisende Politik für unser Land. Mit solch einer Politik erzeugt man irrationale Panik, zerstört das Vertrauen der Menschen in die Politik und zerstört zum Schluss die Zukunft unseres Landes. Wenn Sie am 1. September zur Wahl gehen und die friedliche Revolution mit dem Stimmzettel tätigen, dann geben Sie Ihre Erst- und die Zweitstimme nicht der SPD, die seit 30 Jahren dafür gesorgt hat, dass es die AfD überhaupt erst gibt, als Resultat auf das Versagen der anderen, sondern geben Sie Ihre Erste- und Ihre Zweitstimme der AfD, vollenden Sie die Wende, stimmen Sie für ein fortschrittliches, selbstbewusstes und modernes Brandenburg. Herzlichen Dank. So, liebe Freunde, jetzt wollen wir das